Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Raspberry Pi Vorbereitung. Der Raspberry Pi ist ein kleiner, preisgünstiger Ein-Platinen-Computer, der wenig Strom verbraucht. Hier mal zu sehen Modell B und zwar links, gleich neben dem Arduino Uno, der eben rechts zu sehen ist. Modell B mit 512 Megabyte Arbeitsspeicher. 700 MHz ARM-Prozessor, HDMI-Anschluss für den Bildschirm, zweimal USB-Anschluss, einmal für Tastatur und Maus und eventuell auch noch für USB-Hub, dann Netzanschluss für Netzwerk und Internet, Tonausgabe, dann gibt es noch verschiedene Schnittstellen und am Ende noch mit SD-Karte als Speicher. Raspberry heißt übersetzt vom Englischen ins Deutsche, Himbeere und Pi bedeutet Python-Interpreter. Er ist rund 9 mal 6 mal 2 cm groß und kann vielfältig eingesetzt werden als Server, als Media Center, aber hauptsächlich wird er genutzt zum Lernen, Experimentieren und Basteln. Damit man anfangen kann mit dem Experimentieren, muss noch einiges an Hardware besorgt werden. Ein Netzteil für die Energieversorgung mit 5 Volt Spannung und bei Modell B mit 700 mA, 3,5 Watt und bei Modell A mit 500 mA und 2,5 Watt. Eine SD-Karte für das Betriebssystem, dann eine USB-Tastatur und eine Maus und eventuell noch ein USB-Hub. Dann ein Bildschirm mit HDMI-Anschluss und ein entsprechendes Kabel dazu. Dann ein Netzwerkkabel für das Netzwerk und für das Internet. Und eventuell noch ein Gehäuse am Ende. So, das soll es gewesen sein mit den Vorbereitungen. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.